habe ich eine Rede vorbereitet. Das ist vollkommener Bullshit. Aber da ich ja so super im Improvisieren bin, werde ich jetzt ein paar äußerst euphorische Worte sagen, an die ihr euch noch jahrelang erinnern werdet. Hallo, liebe Division. Wie ihr wisst, werden wir heute eine sehr, 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 sehr schwierige Aufgabe bestreiten. Wir werden nämlich kämpfen. Das können die meisten von euch ja noch nicht. Deswegen werden wir das heute mal lernen. Alles Erlernte wird heute angewandt. Jeder von euch hat sich natürlich mit seinem Posten vertraut gemacht. Die Waffen sind geputzt, die Stiefel ist ein Blitzeplank. Wunderbar. Mein lieber Military Intelligence Officer Jeremiah Rose ist auch schon ganz heiß darauf, euch von oben zu sehen. Ich möchte noch einmal sagen, dass er den Arsch von Exolas immer besonders schön findet. Deswegen Exo, ne, weißt du Bescheid, immer schön. Immer schön von der Drohne wegdrehen. Nee, Spaß beiseite, Jungs. Die Aufgabe heute wird definitiv nicht leicht. Wir sind nicht allzu viele Jungs für das Gebiet, das wir abdecken sollen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Strategisch wichtige Schlüsselpunkte sind heute Starry Sobor, Novi Sobor sowie Mogolevka. Dazwischen befindet sich eigentlich nur Arschkraut wachsen und Unkraut jeden. Scheißsituation, aber das kriegen wir alle insgesamt doch schon hin. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Eure jeweiligen Führungskräfte sollten mittlerweile eingewiesen sein. Wenn nicht, dann ist das nicht mehr mein Problem. Das freut mich ungemein. Aber ich vertraue sämtlichen Squad- und Platoon-Führern heute, so wie ich jedem einzelnen Soldaten natürlich auch vertraue. Deswegen möchte ich jetzt ein gemeinschaftliches Yo, wir schaffen das hören, nachdem ich euch jetzt frage, können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das! Herrlich. Alles klar, Jungs. Ja, technische Dinge noch, wie immer. Nochmal kurz die Immersion Break an der Stelle. Das Toilettenhäuschen, das relativ auffällig sein sollte, bringt euch wieder zurück zu euren Jungs. Mitten in die Scheiße. Genau, mitten in die Scheiße. Deswegen, das ist die logische Erklärung für das Toilettenhäuschen. Ihr werdet mitten in die Scheiße befördert. Wir werden in der Dunkelheit starten. Es wird im Nachhinein hell werden, aber wenn ihr euch jetzt auf schönen Sommerurlaub gefreut habt, vergesst es. Wir haben heute einen Feind, den wir nicht unterschätzen dürfen. Vereinzelte, versprengte russische Truppen. Im Osten befinden sich eigene Truppen. Das heißt, darum müssen wir uns nicht allzu viel Sorgen machen, aber wir werden genug zu tun haben. Wir rechnen mit Panzerfeind, wir rechnen mit Schützenpanzern, wir rechnen mit Infanterie, wir rechnen mit allem. Vor allem rechnen wir aber mit unserem Erfolg. Und das sollte jedem von euch im Kopf bleiben. Zu jeder Zeit. Verlasst euch auf den Kameraden neben euch, verlasst euch auf den Kameraden über euch und verlasst euch vor allem auch auf mich, der ganz gemütlich Kaffee schlürft 3 Kilometer weiter. Sehr schön. Gut. Ihr wisst, oder wir wissen, wir sind heute vorne im Squad. Wir sind Platoon 1. Was so viel heißt, wir sind die Spitze des Speers. Wir werden alles abkriegen, was auf uns einschlägt, was uns erwartet, was sich hinter Bäumen, Büschen versteckt, was auch immer. Dementsprechend bitte ich euch darum, seid wie immer äußerst aufmerksam, haltet eure Umgebung im Auge, haltet Ausschau nach festen Deckungen. Massive Deckung, optische Deckung, vor allem später, wenn es dann hell wird, werden auch an Wichtigkeit und Relevanz auf jeden Fall gewinnen. Wenn es dann einmal knallt, dann will ich, dass wir selber in der Lage sind, uns dort möglichst viel Deckung zu verschaffen. Ich will heute niemanden, wirklich, ich will heute niemanden im Leichensack hier rausschaffen. Naja, ich wollte auch mal meinen Pferd wegbekommen in diesem Krieg. Naja, sagen wir mal so. Ich bin jetzt ja nicht quer über den Ozean geflogen, mir den Tschernarus mal ein bisschen bei dem Problem zu helfen, um dann einen Sack nach Hause zu fliegen. Dafür sorge ich schon, dass es nicht passieren wird. Alles klar. Positiv für Nas. Macht man keinen hinter mir los. Alles klar. Bereit? Keil steht, ja. Check.
Station erreicht, soweit keine Feinkontakte hier in dem Nahbereich auszumachen. Alles klar, wir, ihr sichert jetzt weiter nach Osten, ich werde jetzt mit Blau zu euch springen. Wir haben ein eigenes Team im Nordosten. Eigene Einheit im Osten, ungefähr 100 Meter. Alles klar, ja, das ist Wolf 2. Fuck Elira, ihr geht mal vor, MG, also LMG geht vor, dort im Südosten, um die Häuserecke Richtung Ost sichern. Alles klar, sind unterwegs. Wir sind hinter euch. Liebes Ben, du folgst mir dann. Ja. Immer schön aufpassen, wo du hintrittst. Keine Ahnung, was die hier rumgelegen. Wir beide machen Richtung Süd und Südwest. Alles klar. Okay, blaues Team, ich möchte, dass du gleich zur anderen Straßenseite springst. Also du musst jetzt hier nach Osten rüber. Zur Information, nur der AR von Team Rot hat Einsicht auf Ost, östlich, Süd und Südwest. Okay, Leute, wir werden jetzt anfangen, die Stadt zu sichern. Rotes Team wird quasi rechts der Straße vorrücken und das blaue Team links der Straße. Nehmt euch ruhig Zeit, checkt jede Ecke zweimal und alles wird gut gehen. Alles klar, also wenn wir jetzt hier Richtung Südost um die Häuserecke gehen, ist da direkt die Straße. Ja. Dort, wie gesagt. Okay, also ich rücke gerade mit Blau jetzt vor Rot, ihr solltet das jetzt auch tun. Ja, positiv so verstanden. Wir bewegen uns. So, ich bewege mich nach vorne, Hilario, dann du hinter mir. Kolonne, Fireteam ganz normal. Hi. Hinter mir aufbauen. Ja, das gehört zu diesem Müllhaufen weiter. Geht weiter, Jungs. Achtet auf die Hinterhöfe rechts. Kurz ein bisschen schneller auf gleiche Höhe von Blau. Halt. Rotes Team, rechts von euch ist ein Supermarkt, den werdet ihr jetzt auschecken. Blau sichert. Okay, Elira Clock, hier vorne an das Gatter macht mal das Ding dicke Tor auf, wir gehen da in den Hintereingang rein. Jawohl. Julius beim Rücken auf. So, jetzt bin dran. Elira. Ah ja, du vor. Gleich den ersten Eingang dort, den gelben. Wir sind hinter euch. Wartet kurz. USB-M, folgt mir. Rot, wir gehen jetzt ein bisschen weiter rein. Ein bisschen weiter hinten, Vorsicht, wir gehen jetzt rein. Hier hinten ist sauber. Mann, ich hab's heute echt nicht mit dem Sprechen. So, was sagt die Kreuzsicherung? Recht frei? Yep, recht frei. Ja, links dürfte auch frei sein, ich sehe nicht ganz alles. Nein, ja los. Schieß mal an. Alles klar. Sucht euch mal hier Deckung hinter irgendeinem komischen Regal und dann. Okay, hier Rot, Supermarkt, ist sauber. Alles klar, dann weiter geht's. Wir rücken wieder entlang der Straße, so wie vorhin. Wo ist man da zurück auf die Straße, Kolonne?
Kolonne steht. Und Vorwärtsmarsch. Keine Angst, Lyra Clock. Ihr seid mir auch wichtig. Ah, ich habe da vorne auf jeden Fall Fahrzeugbewegung. Ja? Ja. Und zwar ist das... Ich würde mal sagen 85 Grad. Da bewegt sich was. Was für eine Entfernung? Mehr kann ich leider nicht sagen mit meinem Rotpunkt. 400, 500. Ja, Axel für Paro, wir haben definitiv Feindkontakte auf Ostentfernung, schätzungsweise 400, 500 Meter, ein Truppentransporter und Infanteristen, die sich dort herum bewegen. Truppentransporter, meinst du diesen LKW? Positiv, ja. Ich geb's dir. Okay, fuck, wir gehen in die heiße Phase. Okay, nochmal eine Aktualisierung. Die Infanterie ist abgesessen und bewegt sich auf uns zu. Check. Du meinst, sie kommen direkt jetzt aus der nächsten Stadt, Novi Sobor? Südlich davon, von übers Feld. Sie kommen südlich der Stadt, bewegen sich übers Feld auf uns zu. Okay, check. Ja. Kommt er wieder. Also der Transport ist gerade in die Stadt reingefahren. Und wo sind sie von hier? Ost, direkt Ost. Der Infanterie bewegt sich auf uns zu, aus Osten. Check. Wie weit sind sie weg von euch? Ich würde sagen 600 Meter. Alles klar, wir lassen sie noch ein bisschen näher kommen. Oder auch nicht. Alter! Gute Schwede. Hat die irgendeinen Platz erlebt? Ja. Hat er nicht lang rumgefackelt. Schön. Nee. So gefällt mir das. Immer schön auf die Fresse, Jungs. Schon der Wald hier zu unserer Rechten. Blau rein mit euch. Rot hinter Blau durchlaufen und links und Blau in Position bringen. Wir gucken nach Osten Richtung Stadt. Ja. Braucht man Keil hinter mir auf? Rechtzeitig. Hinter. Oh fuck. Los, Leute. Ich komm. Okay, blau vorn die Mauer und rot vor uns ist eine Scheune, da eindringen. Ich wiederhole, blau ans Gebäude ran, rot ihr sichert Scheune. So, rot, Linie aufbauen. Jawohl. Direkt zu. Direkt den Zaun durch. Und hier steht. Alter. So an der Hauswand. Wir befinden uns in ihrem Süden und wir werden zurückkommen. MG wechselt mal bitte auf die erste Position. Wir bringen aus dem Nord dann gleich ein. Und los. Bereit, wenn bereit.
Achtung, Verbündete müssten in unserem Norden auftauchen. Aufpassen. Hast gehört, Verbündete im Norden. Klaus Team ebenfalls zur Scheune. Norden heißt A. Aus Nord, also genau aus der Seite. Geht die Tür hier nicht auf? Nee, hier geht's rein. Ein. Ja, Glock, komm mal bitte hier an die Ecke hinter Elira, genau. Und weiter vor. So. Mal weiter vor, mal weiter vor. Alles klar. Klar, ich bin hinter dir. Gebäude ist clear. Hier, Rotgebäude ist sauber. Okay, an alle Stellung halten. Erstmal ein bisschen zur Puste kommen. Ja, holt euch mal kurz aus. Panzer öffnen jetzt Feuer auf irgendeine MG-Stellung, solange müssen wir auf Stellung halten. Axel? Jawohl. Standby. Ihr wisst ja, dass ihr eventuell von der Kirche aus eingesehen werden könnt bei der Sprungmitte, nicht wahr? Wenn wir die Straße nach. Ja, ihr seht es. Ne? Ja. Ja. Genau. Und ihr werdet jetzt zu 1.1 springen, aber euch. Beim Springen sind sicher, dass ihr von der Kirche, also dass ihr beim Sprung eine Sicherung auf die Kirche noch aufstellt, okay? Also noch eine Sicherung auf die Kirche auf. Ja, okay. Da sind doch Feinde bei der Kirche, deswegen könnt ihr nicht da einfach über die Straße springen, das meine ich. Gut, Rot seht ihr. Ja, gut, ich mach's. Rot, ihr seht hier direkt im Osten so zwei Wachhäuschen. Da springt ihr mal hin und sichert Richtung Kirche. Ich sehe nur ein Wachhäuschen ein, aber ja, wir springen dort jetzt hin. Voll gut. Okay, jawohl. Gruppe geht. So. Und genau wir werden dann die Straße nach Südosten überspringen. Ich werde aufpassen auf die Kirche. Ihr müsst die Straße sichern, ne? Rotes Team, Richtung Kirche. Du bist beim Unternehmen. Block Elira, ja. Ihr versucht euch mal rechtzeitig den Zaun zu erörtern. Ja. Alles klar. Du bist beim Kommen drüber auf deiner Seite. Elira! Elira, hier rum. Kannst du dich hier rechts bei deinem Häuschen mal hinlegen? Geht. Auf die Straße gucken. Wenn es geht, stell dich nicht auf. Ja, muss ich ja mal. Ich meine im Feuergefecht. Da liegen auf jeden Fall ein paar Leichen rum, wenn ich das richtig sehe. Steckt ein Fuß raus beim Sandsack. Okay, blau ist rüber. Tarnnetz mit Lager im Hof der Kirche. Springt uns auf die andere Straßenseite und achtet auf die Kirche weiterhin. 1, 2, ja. Ja. Alle da? Jawohl. Alle dran. Alles klar. Wir überqueren hier einmal den Hof auf das Gebäude, das gelb bemalt ist. Start.
Ich bin hinter dir. Keine Gegner ausmachen, komm. Also mal primär aus. Wow, wow, wow! Rein. Was ist los? Schuss aus Richtung Kirche, kann allerdings nicht einsehen. Ja. Rechter Eingang. Kamen Schüsse raus. Vermutet der Gegner jetzt doch in der Kirche, komm. Ich hab 2 Schusswunden, ich muss mich kurz verbinden. Scheiße. Warum Medic? Grenadiere, alle beide Grenadiere bitte jeweils 2 Rounds in den Innenhof der Kirche. Ich weiß nicht, wo er ist, ich habe auf jeden Fall gerade ein bisschen Troubles. Die Lagerkräfte sind verletzt. Ja. Ich bin verletzt. Ja. Wir brauchen einen Medic bei Rot. Okay, verstanden. Wolf 1 bitte kommen. Scheiße, Alter. Stoppen. An hier 1, Mary, ich habe 2 leicht Verletzte. Ich kann die Realität über zu viel Blut. Wenn ich fertig bin, mach ich mit dir weiter. Die Whisper macht mal hier. Stopfen. Kann ich euch irgendwie helfen? Ja, sieh dir mal Eli an. Ja. So, wer ist alles verletzt? Hier, Eli braucht mehr. Clock und Elira. Elira und Clock von Rot. Schwer oder nur leicht? Okay. Konnte eine der Gegner ausgemacht werden? Ich helfe mal, dich zu verbinden. Beschossen wurden wir definitiv. Hier blau positiv, ein Feind kam aus der Kirche gestürmt, ist bekämpft. Der Ausfall, den ich hatte am Sinn der Mission, war mein Sanitäter. Komm. Ich habe auf jeden Fall einen Haufen Blut verloren. So, Achtung, ich gehe vor und werfe rote Rauch. Immer schön weitersprechen, Elira, nicht aufhören zu sprechen. Ja. Ich werde ja ein bisschen zu viel Blut. Erzähl mal, was hast du so zu Hause, was auf dich wartet? Ja, eine ich Frau. Ich habe Kontakt im Norden, ich glaube aber, das ist eine eigene. Ungefähr 150 Meter. Wir haben Kontakt im Norden, könnten friendly sein. Ja, das könnte Wolf 2 sein, aufpassen. Alles klar. Erzähl mal was, Elira. Hast du keine Bandagen mehr, Mann? Ich brauche dringend Bandagen, hallo. Ich hab noch welche. Hm? Ja, bitte, ich brauche dringend noch Bandagen. Komm schon. Nein, nur leicht. Einen Moment noch. Alles okay. Ihr rotes Team, wie sieht's aus? Braucht ihr nur ein paar Pflaster oder braucht ihr auch einen Medivac? Du hast, Moment, 3, 4. Achtung. Jawohl. Achtung, also, der beim Tor. Elira hat mehrere mittlere Verletzungen. Könnte sein, dass die regelmäßig wieder auf dem Platz sind. Glock meldet, ich habe 2 große und eine Medium-Verletzung. Alles klar. Ich hab noch eine große. 4-1, ja, wir haben noch ein intaktes Fireteam, komm. Warte mal kurz. Alles klar, Einzug verstanden. Brave, zum Status der Verletzten. Wir haben 2 mittlere Verletzte, die müssten mit dem Medivac abtransportiert werden. Und einen leicht Verletzten, der müsste vor Ort versorgen. Ja. Thomas. Wo ist dieser Medic hin? Stadt soweit gesichert oder was? Ja. Ja, darf ich jetzt dann kurz zurück zum Lazarett mitfliegen oder wie sieht denn das aus? Bitte? Ob ich jetzt dann zum Lazarett eben mitfliegen darf? Wir fliegen jetzt alle raus. Das ganze Fireteam. Okay.
Er hat mich auf Standby gesetzt, von daher weiß ich nicht genau. Ja. Das war knapp, Alter Jungs, das war knapp. Einmal hier kurz, weiß ich nicht. Folgendes, wir werden jetzt hier alle rausgeflogen. Die LZ befindet sich hier bei der Bushaltestelle, wurde mir gesagt. Seid ihr die mittleren Verletzten? Alles klar, heben ab. Achtung, B2, B1 ist RTB für medizinische Versorgung. Voll. Medevac Take Off. Oh, Gott sei Dank. Gut, wer ist denn jetzt mit so verletzt? Also es handelt sich um Eliora und Glock. Gut. Eliora ist schon verbunden, der braucht nur noch Blut. Gut, sind alle verbunden. Twisted, Glock braucht noch Morphium. Achtung, Bär 2, Bär 1 übernimmt die rechte, das rechte Helipad. Komm. Gut, wir sind gleich in der Basis, Twisted. Ja, warte, wir nehmen jetzt gerade die Dings auf. Ja. Wir übernehmen das nähere Helipad, Sie nehmen das hintere. Komm. Ja, die gehen jetzt alle wieder auf. Jo. Ja, können Sie mich aufnehmen? Gut, ich nehme Lira. Wo ist denn der? Ja. Bär 2. Ach, da kommt er. Alles klar. Sieht gut aus, rechts. Ist ein bisschen links. Lehrer, ich stopfe jetzt die eine Wunde zu, die nächste machen wir dann draußen im Lazarett. Die geht jetzt einfach direkt nach vorne. Sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, Lehrer bewegt sie noch nicht. Touchdown. Lehrer noch nicht. Ihr könnt. Raus. Ihr könnt dann auch raus. Jawohl. Ah, schon wieder eine Wunde aufgegangen. Scheiße. Da vorne zu der Fahne, zu der Fahne. Hinter der C17 zur Fahne. Bin da. Gut, Elira müsste noch eine offene Wunde haben, Twisted. Ich kümmere mich um gleich. Ich krieg das. Oh, danke sehr. Ich nehme mal seine Wunden zu. Oder magst du das machen? Nee, mach die Wunden zu. Da ist noch einer offen. Der Wund, ja, der blutet noch aus seiner großen. Ja, mach zu. Jo, mach ich. Wie habt ihr denn die Sachen eingefangen, Jungs? Das waren ein paar schöne Schüsse aus der Kirche raus. Ich würde mal sagen, vom richtigen Platz. Glock ist umgefallen. Ich bin schon dran. Ich mache die letzte Wunde zu, du als Gerold solltest dann aber die Wunden ganz zu machen. Ich denke mal durch. So, noch eine große am Knopf. Nochmal? Ja, ich tue ihr Bestes. Ich glaube, du einen, wenn ich hier jetzt einigermaßen gut. Der andere, da ist noch ein bisschen.
Arztbesteck. Ja, ich bin dabei. Komm, Mann. Bin dabei. 1-2-3. Komm, du stirbst uns jetzt nicht weg. Alter, fuck. Ja. Bin wieder da. Da ist er wieder. Boah, mir ist kotzen übel, was war grad? Sehr gut. Wow. Ja, zu wenig Blut, du bist direkt umgekehrt. Alter, mir wurde einfach schwarz vor Augen. Scheiße. Danke. Gibst du ihm das Blut? Jo, ich gebe ihm noch. So ist absichtlich. Dr. Twisted? Ja, der ist, ist einer unserer Dummies. Dr. Twisted? Deine der erste Hilfe-Puppi. Alter. So, ich check mal dein Blut, Druck und deinen Puls. Also von Ihnen, von Ihrer Seite aus könnt ihr wieder eingeflogen werden, richtig? Ja. Alles klar, dann gebe ich das so weiter. Shepard für Bär kommen. Warum komme ich nur so schwer? Ja, die beiden Infanteristen, die verwundet waren, wurden versorgt. Unser Doc meint, sie können auch wieder in Kampfeinsatzrennen geflogen werden. Kommen. So, da habe ich jetzt eine. Ganz normal atmen. Ganz normal atmen, also er muss keine Schwangerschaft drin lassen. Okay, gut. Achtung, Bear One, ja, Bear Two, Transformation. Sobald die Verwundeten. Sobald wir noch den Blutdruckmesser wieder intakt sind, werden die wieder eingeflogen. Bear One, Bear Two, auf die Helis aufsetzen. Komm. Das pumpt sich jetzt gleich auf. Ja, ich spür's. Gut. Jetzt wird da gleich Druck drauf. So. Pfleger? So. Ja, einen Moment. Ja, passt. 120 zu 80. Dann gehen wir den Blutdruckmesser wieder her. Puh. Und du bist gesund wie ein Turnschuh. Vielen Dank. Das habe ich gebraucht. Das war knapp. So, Pfleger. Jo. Wenn die beiden, wenn die alle versorgt sind, dann bringen sie zurück zu unserem Heli, die werden wieder eingeflogen. So, Glock meldet sich wieder zurück. Ein Stück. Gut, dann abmarsch zum Heli. Glock, Elira, beim nächsten Mal, wenn ihr aber getroffen werdet, wird das wahrscheinlich nicht so gut für euch ausgehen, ne? Dann könnt ihr wahrscheinlich nach Hause. So, was will ich nicht hören. Glock, Elira. Ja. Oder nein, Faro, Faro, du bist der FTL, oder? Ja. Nächste Mal, wenn die beiden Patienten ausgeflogen werden müssen, sagst du den Ärzten oder den Combat Medics oder irgendwem, der es übernimmt, wie viel Morphium die schon Infos hatten. Okay? Ja. Denke dir mit, Elira hat ein Morphium drin und Glock noch keins, aber damit wird es Elira nicht noch zwei spritzen. Ja, check, ich notiere mir das gleich auf Flug. Vielen Dank, Sir. Ja, bitte gerne. Und ich kann schon gehen. Vielen Dank. Bitte, werden eh nicht gebraucht. Jo, viel Erfolg noch. LZBR, da wo wir vorhin auch immer gelandet sind. Das ist dann das dritte Mal, wo wir... Okay, wir sitzen. Oh, wir freuen uns zwar mehr Einsatz hatte. Alle an Bord? Alle an Bord. Alles klar, wer tut mal los. Das war mir jetzt viel zu knapp, als das mir lieb ist. Nein, nein, du hast ja nur noch einmal gehört. Ja. Alter, das war so nicht geplant, das sag ich dir. Das war grad bisher. Wir waren auf einmal schwarz vor Augen. Ja, ohne Scheiß, einfach so. Ich war einfach weg. Unglaublich. Kannst du hier wohnen? Kannst du mich aufnehmen? Da rechts auf dem Sport. War das für mich? Ja, das war für dich. Hier der FTL von Mut. Wir werden ins Darisoba abgesetzt und nehmen dann den LKW mit zur Position. Ja, ich hab den Bullshit schon gehört, mach einfach was.
Touchdown. 3, 2, 1. Touchdown, ihr könnt raus. Jetzt. Okay, vielen Dank. Ja, sorry. Anderen Hügel drüben. Ja, wäre jetzt auch meine Intuition gewesen. Ja, mir ist echt immer noch ein bisschen übel. Krasse Scheiße. So, dann los. Zurück. Ja, Glock, ich muss mal ganz ehrlich sein. Ich höre mich. Was denn? Ja, Glock, ich muss mal ganz ehrlich sein. Ich habe vorhin schon fast ein bisschen daran bezweifelt, mein Versprechen, euch hier Teil rauszukriegen. Ja, das hätte auch schief gehen können, aber ey, wir haben es geschafft. Das ist das Einzige, das zählt. Fuck, der will ja durch, aufpassen. Dieses Knallen geht durch Mark und Bein. Okay, so als hätten die Panzer gerade die Hindernisse weggeräumt. Es geht los, auf nach Südosten. High ready, Geschwindigkeit Marsch. Okay. Ich bin am Arsch.
bisschen erhöhen, bisschen auffächern. Kontakt. Kontakt, linke Straßenseite, Häuserecke, voraus. Sobald wir den Waldrand erreicht haben, rot Stopp und blau weiter vorrücken über 1-1 zu Position 1-2. Glocken ein bisschen zu uns aufschließen. Position 1-2. Bin wieder da. Achtung, im Süden ist irgendwo ein Zelt und da sind irgendwie drei Feinde. Okay, rot nachrücken zur Position von Team Blau. Das ist die Position 1-2 auf der Map. So verstanden, rücken nach. So, rot mal einen Keil hinter mir aufbauen, rechtzeitig los. Keil steht. Teamsicherung nach Osten und Südosten an diesem roten Haus. Von mir aufbauen und Sicherung nach Süden. 1 für Actual bitte kommen. Hier 1 melden, haben Position 1-2 eingenommen. Break. Jedoch das ominöse Feld und die drei Kontakte konnten wir nicht finden. Komm. Noch ein bisschen nach vorne und hinlegen und Spaß.
blaues Team jetzt direkt nach Süden vorrücken. Da ist eine Scheune dann vor euch. Ihr rückt auf diese Scheune vor und sichert die. Blau geht. Und Paro, sobald Blau da jetzt vorne an der Scheune angekommen ist, rechts der Scheune ist jetzt nochmal so ein Gebäudekomplex mit drei Häusern, Position 1, 3, und da wirst du dann jetzt gleich vorgehen. Genau, sind direkt die Häuser vor uns, 25 Meter. Ja, wir werden dann noch gehen. Genau. Ja, ja. Jetzt. Sobald Blau vorne ist. Wir gehen jetzt gleich in einem Keil zügig runter an die Mauer. Blauer Scheune erreicht, sichern Scheune. Rechtzeitig natürlich der Keil, dann umlaufen wir die Mauer und sichern in den Hof rein. Wir werden erstmal die Scheune dort auf der rechten Seite anpeilen. Rot geht. Und los, ausführen. Scheune ist sauber, komm durch den Westeingang raus. Elira vor, Glock dahinter. Jawohl. Check, dann sichert ihr jetzt alles südlich der Scheune. Los. Also guck du Richtung Scheune vorne, aus, ich guck Richtung links. Nach Süden sichern. Ihr sichert mal die Scheune dort auf West, die wir spammen und ich. Ne, das machen die anderen schon. Ganz klar, weiter. Clear. Hier an die Hausecke und Richtung West sichern. Ist irgendwas? Negativ, alles sauber. Dann lasst ihr mich bitte direkt mal ein bisschen von der Hauswand weg. Ihr macht dann gleich einen Sprung auf Befehl rüber zu dem Gebäude da drüben. Alles klar. Also hier findet nicht viel ein. Okay. Ihr will spammen, du folgst mir? Ja. Elira Clock, Sprung rüber, los. Gebäude sicher. Okay, Blau, dann check nochmal kurz deine Map. Ich möchte, dass du jetzt hier an Team Rot vorbei, nach Westen zur Hauptstraße stößt und über die Hauptstraße dann weiter nach Süden bis zum Ortsausgang stößt. 2, 3, 1, 4, so verstanden. Blau geht. Achtung, wir kreuzen. Jawohl, viel Glück. Wir nutzen das Haus als Deckung. Ja. Gebäude sicher. Wenn ihr heute angekommen seid, blaue Sicherung nach Süden, rot, ich möchte, dass du jetzt über die gleiche Route blau folgst und dann blau überspringst zu Position 1, 5. So verstanden, rot führt aus. Blau in Position. Kolonne, hinter mir. Kolonne steht. Okay, mach mal slow ready erstmal. Ready wechseln. Sobald wir blau überspringen, Pfeil Richtung 1, 5 weiter. Oh yeah. Vorsicht, wir kreuzen. Gar nichts macht hier.
rechtzeitig der Straße Sicherung, Sicherung und Umsicherung an dem grünen orangen Haus aufbauen. Okay, Lyra Clock ist will, dass ihr Richtung Südost sichert auf der anderen Seite, also von dort, wo wir gekommen sind. Rot hat Positionheit. Evil, ich geh mal zurück zu ihm. Okay. Alles klar, Blau, wir folgen. Blau geht. Zeit ihm. Glücklich, Lyra, seht ihr da was? Okay, Blau, hier nach rechts, mir nach. Negativ. Südwestlich von euch ist ein Blechschuppen, rechts davon könnt ihr euch positionieren. Hey Lara, komm mal mit. Warte mal kurz, Vorsicht, ich lauf mal vorbei. Genau, stellt euch schon mal auf einen längeren Halt ein, Leute. Gut gemacht soweit. Okay, Wolf 1, wir gehen zu unseren LKWs, die sind nördlich entlang der Hauptstraße, Formation Wolke, Geschwindigkeit maximal. Ach, Gott sei Dank. Blau sitzt. Da kommt unser E-Weg. Was für ein Unwetter, da fahren wir denn jetzt gerade rein? Wir machen eine Pfeil, einfach alle hinter mir aufbauen. Wir gehen jetzt gemütlich zum Auto. Nein. Ich habe ja bei den Schienen, ich hab jetzt einfach so gesagt, wir schicken die eins kurz zum Abbau. Aber in der Situation war auch ein Panzer zur Flankenunterstützung da. Was ich wiederum gut fand, also das war sehr gut. Also immer wenn wir über Flächen gesprintet sind, dann wirklich, weil man von da nichts sehen konnte oder so. Eins für Action, bitte kommen. Hier eins haben wir das Rathaus erreicht und können dies sichern, aber der Bürgermeister scheint nicht zu Hause zu sein. Komm. Herein. Ja, bitte. Warte. Ich glaube, meine Hunde sind weg. Ja, die sind weg. Alles gut. Ja, das ist nur Schmerz. Nur Pain.
Alter! Alter! Du kannst ja wohl ein bisschen was zusammenhängendes spielen, als nur 30 Sekunden können. Ja, gibt's dir die Hand. Muss ja keinen Sinn machen, aber mach einfach, spiel ein bisschen, das macht gute Laune. Oh ne! Do it! Ich bin auch müde. Do it, Motherfucker! Der Heli abgestürzt. Ja. Was? Da ist ein Heli aus dem Fettschrank verschwunden, über dem Meer. Oh shit. Gigaplex, tanzen. Ja. What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? Early in the morning. Hey, hey, up she rises. Hey, hey, up she rises. Kommt ihr das nicht? Natürlich. Jeder kennt das. Early in the morning. Hey! What should we do with a drunken belly? What should we do with a drunken belly? What should we do with a drunken belly? Early in the morning. Shave his beard with a rusty razor. Shave his beard with a rusty razor. Shave his beard with a rusty razor. Early in the morning. LT! Hey! Wir haben die Instrumente und den Alkohol ausgepackt. Gesellen Sie sich doch dazu, Sir. Muss man leider ein bisschen warten, bis Frage, haben wir den Heli verloren? Ich finde, der ist trocken, ne? Kackregen. Ja, es ist nur noch ein Blackhawk im Patrick. Können wir jetzt bitte endlich mal landen?